Ja, heute im Gespräch verlassen wir für einmal die materielle Welt und begeben uns auf eine Reise in unser Innere, zumindest im metaphorischen Sinn. Mein heutiger Gast ist nämlich mediale Lebensberaterin und seit neuestem auch Autorin. Nadine Reuter ist in Schaffhausen aufgewachsen, betreibt in Zürich und in Steiermarie eine Lebensberatungspraxis und sagt von sich selber, dass sie zu den etwa 10-15% hochsensitiven Menschen gehört. Was genau das bedeutet und um was es in dem Buch «Du bist nicht allein Gott», das hören wir gerade von ihr selber. Und damit ein ganz herzlich willkommen, Nadine Reuter. Schön, dass Sie da sind. Danke vielmals, dass ich da sein darf. Frau Reuter, «Du bist nicht allein», das ist Ihr aktuelles Buch. Da kann ich es auch mal schnell noch in die Kamera reinheben. Ich habe das mal ein bisschen durchgelesen. Ich weiß noch nicht ganz, um was es sich genau handelt. Ist es eine philosophische Abhandlung? Ist es eine Biografie von Ihnen? Ist es ein Beratungsbuch? Was würden Sie sagen? In welche Schublade könnte man das einstecken? Ich hoffe, gar keine Schublade. Und ich habe das Gefühl, es hat vor allem ein bisschen etwas. Mhm. Ja. Und das war mir auch wichtig, dass ich ein Buch nicht einfach für eine gewisse Sparte von Menschen schreibe, sondern dass, egal was für eine Religion oder was für eine Glaubensstruktur ein Mensch mitbringt, dass er ja, Freude hat an dem Buch und sich doch auch wiederfinden. Und es hat wie zwei Gehirnhälften, das Buch. Also es hat einen männlichen Teil, einen philosophischen, analytischen Teil. Und es hat einen weiblich-intuitiven, praktischen Teil. Mhm. Und ich sage aber auch immer, das, was ich vermittle, das kommt ja nicht aus einem antrainierten Wissen heraus, mhm, sondern über eine Selbsterfahrung. Und darum ist natürlich das Buch hat das auch etwas Biografisches. Mhm. Oder? So, wenn ich das erlebe, so, wenn ich die Welt wahrnehme, dann ich das wiedergebe. Und ja, ein Ratgeber, klar, jeder Mensch kann aus dem herausnehmen, was er braucht für sein tägliches Leben. Das ist mir auch wichtig, den Menschen zu zeigen, dass Spiritualität nicht einfach etwas Anstrengendes muss sein, sondern dass man das in den Alltag integrieren kann. Und darum, ja, hat es einen philosophischen Teil wie einen praktischen Teil. Und wichtig ist, dass man auch beides lebt. Und da werden wir nachher noch ein bisschen genauer darauf eingehen, auf die Struktur des Buches überhaupt, ja, zum Inhalt. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen ins Jahr 2009. Dort hätten Sie schon mal die Möglichkeit gehabt, eigentlich zum ein Buch zu schreiben. Jetzt ist es aber noch mal 8 Jahre gegangen, wie Sie gesagt haben, ja, das mache ich. Wieso eigentlich? Was hat sich geändert in der Zwischenzeit? Ja. Also im 2009 bin ich in einer ganz anderen Lebensphase gsi. Und dort ja, ist es halt normal gsi, wenn man schon länger auf dem Weg ist, dass man dann irgendwann mal ein Buch oder eine CD macht oder so. Und wo ich dort mehrere Auftritte im Schweizer Fernsehen hatte, hatte ich die Möglichkeit gehabt, dass natürlich Verlage auf mich zugekommen sind. Aber ich habe einfach gespürt, ich weiß gar nicht, über was ich ein Buch schreiben soll. Und ich hätte nur ein Buch geschrieben, dass ich einfach auch eins habe. Und darum habe ich das auf die Seite gelegt, bin dann Mutter geworden, habe einen ganz anderen Weg eingeschlagen, habe mich ein bisschen zurückgezogen beruflich. Und jetzt, vor einem Jahr, als ich auf die Welt geschaut habe, hat mich einfach die Einseitigkeit, die ich gesehen habe auf dieser Welt, hat mich so berührt, dass ich einen inneren Impuls hatte, doch jetzt ist das Thema klar, jetzt möchte ich etwas dazu sagen. Und so ist das entstanden. Und im gleichen Moment ist auch der Giga-Verlag ist mir wieder begegnet. Und es war einfach klar gewesen, dass das jetzt Zeit ist für ein Buch. Und darum, ich werde natürlich auch die Themen, die im Moment einfach auch global sind, einfach auch aufgreifen in diesem Buch. Weil ich finde, wir sind nicht in einer Zeit, ja, wo es einfach darum geht, ein bisschen positives Denken und die eigene Persönlichkeit zu schulen, sondern dass es wirklich auch darum geht, ganzheitlicher zu denken, auch ja, immer im Bewusstsein sein, dass wir hier auf einem Erdball leben, irgendwo im Nirgendwo, verbunden mit ganz vielen anderen Kulturen und Ländern. Und es ist wichtig, dass wir ja offen werden, auch für ganzheitliche Themen. Eben ganzheitlich versus einseitig, das sind so zwei von diesen Symbolen, die eigentlich das ganze Buch durchführen. Jetzt ist es erfrischend ehrlich, wirklich im Kapitel, glaube ich, 4, dort schreiben Sie, ich bin noch nie jemand gewesen, der eigentlich viel gelesen hat. Und jetzt schreiben Sie ausgerechnet ein Buch. Wieso haben Sie sich genau das Medium ausgesucht und nicht irgendwie gesagt, eben, ich mache jetzt nur so eine Beratungs-DVD oder etwas in der Art? Wieso soll es ein Buch sein? Wieso wollten Sie schreiben? Ja. Also mein Weg war halt immer, dass ich sehr aus meiner inneren Welt gelernt habe. Also schon als Kind, ich habe einfach Inspirationen gehabt, Wahrnehmungen, vielleicht auch Visionen oder einfach eine Hochsensitivität, dass ich einfach vieles wahrgenommen habe. Und ich hatte wie innere Lehrer, die es in meinem Herz gelebt haben. So.
Und die inneren Welten haben mich geschult. Und immer wenn ich etwas gelesen habe in einem Buch, hat mich das sehr irritiert, weil ich auch dort schon gespürt, ich möchte eigentlich nicht Fremdprogrammierungen aufnehmen. Und habe erst später, als ich meine eigene Welt kreiert habe, mir auch angeschaut, was andere Menschen, wie sie die Welt sehen. Und habe das auch neutral betrachten, ohne dass ich die Meinung einfach von anderen ungefiltert annehme. Und darum hat es mich eigentlich nie so interessiert, ja, in den jungen Jahren, was andere schreiben. Aber jetzt ist es natürlich auch spannend, zu schauen, was für verschiedene Weltansichten es gibt. Und auch, ja, weil jeder Mensch dort ja wieder ein anderes Stück vom Kuchen widerspiegelt. Ja. Ist das spannend? Dann hätten Sie eigentlich als jüngerer Mensch hätten Sie Ihr Buch wahrscheinlich nicht gelesen, eben um dieser Fremdprogrammierung aus dem Weg zu gehen. Kann das sein? Es wäre wahrscheinlich dann in Resonanz gewesen mit mir, oder? Weil es die gleiche Schwingung ist. Ja. Weil es gibt ja viele Menschen, die philosophische oder spirituelle Bücher schreiben, aber nicht mit allen fühlt man sich verbunden. Mhm. Also nicht, wenn man sich mit dem Geistigen beschäftigt, fühlt man sich durch das mit allen Glaubensstrukturen verbunden. Und da war einfach mein Weg, wirklich mein ganz eigenes zu finden, ohne das nicht gut zu heissen, was andere machen. Aber ich habe einfach gespürt, ich muss mich da wirklich von meiner inneren Welt schulen lassen. Und ich merke auch, dass das gibt mir auch sehr viel Vertrauen in das, was ich wahrnehme. Und jetzt das natürlich ausformulieren und auch all das, was ich in mir trage, einmal zu materialisieren in einem Buch. Das ist natürlich schon auch ein wunderbarer Schritt gewesen und auch ein Heilungsprozess für mich selber. Mal wirklich das alles einmal, wie mal den Sud rauszunehmen von dem ganzen Wissen. Und es ist wunderbar. Für mich ist es wie ein Brief an die Menschheit, auch ein Teil von mir selber teilen mit den Menschen. Und einfach auch schön auch zu erfahren, wie viele Menschen in Resonanz sind und was zurückkommt. Und wo Menschen sagen, hey, wow, das spüre ich auch. Und du hast es jetzt ausformuliert. Und das ist das Schönste, wenn es auch kommt bei den Menschen. Genau, jetzt haben wir schon ein bisschen geredet, vor allem der erste, der ist so eher philosophisch geprägt, auch biografisch natürlich. Man erfährt einiges über sie, überhaupt, wie sie zu dem geworden sind, was sie heute sind. Der zweite Teil, der ist dann mehr der Ratgeber, eigentlich der ratgebende Teil vom Buch. Dort haben Sie 7 Schlüssel zusammengefasst, zum Glück, zur Zufriedenheit. Ich weiß nicht genau, wie man dem sagt. Kann man das auch auf einen Schlüssel abbrechen, zumindest jetzt mal da im Studio? Was ist das Geheimnis von einem glücklichen Leben nach Ihrer Erfahrung? Also die Essenz vom Buch oder auch von dem Weg, wo ich lebe, ist, dass ich Menschen wieder erinnern möchte, dass sie geistige Wesen in einem materiellen Körper sind. Und auch wenn wir in die Welt rausschauen und wenn wir das Gefühl haben, das Göttliche, wir fühlen uns getrennt vom Göttlichen oder wir sind getrennt von der Quelle. Die Quelle trennt sich ja nie von uns. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns das wieder bewusst sind, dass wir uns bewusst sind, dass es da eine Kraft gibt, die alles trägt für uns. Und dass wir alles, was wir erlebt haben, alle Schmerzen oder alles, was wir gesehen haben auf dieser Erde. Vielmal haben wir das Gefühl, ja, wir müssen das allein tragen. Oder? Das ist so die männliche Energie, die vorherrschend ist, jeder Frau und jedem Mann. Dass wir das Gefühl haben, wir müssen da allein durch, wir müssen das allein schaffen und so. Und die Botschaft vom Buch ist, nein, wir sind nicht allein. Oder? Du bist nicht allein. Da gibt es eine Kraft, wo du alles darfst teilen. Und das ist nicht einfach ein Ball. Also wir können nicht einfach alles loslassen, was wir erfahren haben, aber wir dürfen zum Göttlichen schenken, mit dem Göttlichen teilen. Und dann spüren wir, dass es da Kraft gibt, die das alles trägt für uns. Und dann spüren wir auch, dass die ganzen Schattenwelten oder Schmerzaspekte wie eingebettet sind in die Lichtwelten. Und dort spüren wir wieder Zuversicht und können auch wieder das Gute sehen und haben durch den Blick aufs Gute auch Kraft, wieder einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Das ist spannend. Also wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, ich bin Katholik, ich erkenne sehr, sehr viel aus der Bibel wieder. Zum Beispiel eben, dass Sie nicht selber tragen müssen, Gott ist an deiner Seite. Und auch sonst sehr viel Symbol entlehnen Sie auch aus der biblischen Geschichte, auch aus dem Katholizismus. Gibt es so einen Grunddissens, einen Grundunterschied zwischen dem, was Sie in diesem Buch schreiben und was die Bibel jetzt uns als Katholik oder mir als Katholik vorgibt? Ja. Mir ist jetzt gerade so ein Bild gekommen. Und zwar, ein Bewusstsein könnte wie eine Pyramide sein. Mhm. Oder wie eine Treppe oder wie eine Stege. Da geht es jetzt aber nicht um besser oder schlechter oder mehr oder weniger. Und ich habe das Gefühl, dass wenn man aufgeht in dieser Treppe oder aufgeht in der Pyramide, dass eigentlich oben alles wieder zusammenkommt. Mhm. Und ob jetzt
ja, die verschiedenen Religionen, das kommt eigentlich wieder zusammen. Und von dem her, ich habe das Gefühl, wenn man schlussendlich das Ganze ausleiht oder wenn man schlussendlich das Ganze betrachtet, dort sind die Unterschiede. Und im Namen von Religion ist natürlich sehr viel Einseitigkeit passiert. Darum haben sich ja die Menschen auch viel von Gott zurückgezogen und sind dann orientierungslos geworden. Und viele haben dann, dann ist das New Age-Bewusstsein gekommen, wo dann, ja, wo die Menschen eigentlich, mich dunkt es manchmal, noch mehr verwirrt hat. Also das ist auch wichtig, um all die Strukturen zu sprengen. Aber der Mensch hat sich durch das noch mehr in eine Orientierungslosigkeit zum Teil verloren. Und das sieht man ja, wenn man auf die Welt schaut. Oder? Weil nur ein Mensch, der sich nicht spürt, kann andere Menschen töten oder kann andere Menschen so quasi anfordern, andere Menschen zu töten. Oder sind ja Menschen, die sich selber nicht mehr spüren. Also Menschen, die den Bezug zum Göttlichen verloren haben. Und wenn ich auf die Welt schaue, sehe ich sehr viele gottlose Menschen und sehr viele gottfanatische Menschen. Und obwohl sie sich bekämpfen, sind sie auch Teil von derselben Spaltung. Und da möchte ich mich wie einfach rausnehmen und einfach von außen das betrachten. Ohne zu sagen, die Religionen sind die Guten, die anderen sind die Schlechten. Und, sondern einfach eine ganzheitliche Sicht auf das Ganze werfen. Und eigentlich auch vielleicht wie Brückenbauerin sein zwischen diesen verschiedenen Religionen oder Ebenen. Vielleicht ist auch das meine Aufgabe mit dem Buch, etwas zu verbinden. Und sicher, ich persönlich bin natürlich sehr geprägt auch vom Christusbewusstsein. Ich bin da aufgewachsen. Wir haben ja nur die Worte, um es zu erklären, oder? Ja. Solche Phänomene, oder? Genau, und auch dort ist ja sehr viel Schmerz passiert. Und darum versuche ich eigentlich auch über das Christusbewusstsein die Menschen wieder abholen. Und nicht von irgendwo völlig anders. Und das ist ein Weg, der mir persönlich sehr vertraut ist. Und ja, ist einfach immer präsent gewesen, auch in meiner Kindheit. Und darum ist es für mich ganz klar, dass ich über diesen Weg natürlich auch das, was ich spüre, gegen aussen trage. Ja. Der spannendste Teil des Buches, aus meiner Sicht zumindest, der ist der, was sie über Gut und Böse redet. Anders als, darum habe ich nach dem Grunddissens gefragt, anders als zum Beispiel andere Religionen, sagen sie, das Böse ist nicht immer Teil des Menschen. Das ist irgendwie dazugekommen. Jetzt wissen wir natürlich, der Mensch, zumindest also bis zu der Hochkultur oder bis in die Jungsteinzeit, dort hat es immer Revierkämpfe gegeben, es hat immer Bosartigkeit gegeben. Wie kommen Sie denn darauf zu sagen, nein, da ist uns erst irgendwie antrainiert worden, die Bosheit? Wie kommen Sie auf diese These? Also ich habe das Gefühl, dass es grundsätzlich eigentlich nur Licht gibt. Und alles, was nicht Licht ist, ist Schatten ist immer eine Abspaltung vom Licht. Also Schatten braucht immer Schatten, um sich zu ernähren. Das Licht kann aus sich selber strahlen. Und ich habe das Gefühl, dass Menschen einfach eigentlich aus einer Ganzheit in eine Einseitigkeit gefallen sind und aus dieser Einseitigkeit auch gut und böse betrachtet haben. Oder wie wenn man aus dem Ego raus gut und böse betrachtet, dann tut man verurteilen und man stellt sich entweder auf die eine oder andere Seite. Aber wenn man es jetzt ganzheitlich betrachtet, dann spüren wir einfach, dass Polarität und Dualität nicht das Gleiche ist. Also Polarität, das ist Südpol, Nordpol, das sind zwei geschlossene Systeme quasi. Geschlossene Systeme, genau. Und Dualität, das sind eigentlich zwei Energien, die sich abspalten. Oder? Das würde ja dann heissen, wir müssen Krieg machen, um Frieden zu haben und Frieden zu machen, um Krieg zu haben. Wir müssen Gesundheit braucht Krankheit und Krankheit braucht Gesundheit. Also da geht irgendwo etwas nicht auf. Und das ist mir wichtig, dass das sind einfach Energien, die zusammengehören. Sondern wir können uns auch durch schöne Beziehungen erfahren und erleben. Wir können uns auch durch Gottvertrauen erfahren. Nicht immer durch diese Abspaltung oder durch diese gegensätzliche Kräfte. Wie das ist das ganze Weltbild, das wird uns ja so vermittelt. Uns wird ja vermittelt, wir müssen Schlechtes erfahren, um Gutes zu bekommen. Oder, und das prägt uns natürlich. Warum ist das so? Also wir können uns ja auch durch schöne Verbindungen und durch eine Ganzheitlichkeit oder durch Frieden erfahren und weiterentwickeln. Und ich habe das Gefühl, das ist einfach die ganze Manipulation, die da ist, oder? Dass man uns einfach eigentlich uns zertrenntheit, oder? Man hat dort uns, seit unserer Kindheit, dort man uns eigentlich wie vermitteln, dass wir getrennte Wesen sind. Und früher haben sich Menschen immer für das eine oder andere entschieden, für das Stoffliche oder das
Geistige, für das Gute oder das Böse. Und beides hat sich bekämpft. Und ich will das Bewusstsein öffnen. Es geht nicht darum, das Böse zu bekämpfen, sondern es geht darum, zu erkennen, dass es das gibt und dass wir das nicht gut heissen. Und dass wir das nicht einfach vereinheitlichen mit dem Guten. Mhm. Wieso tun wir, indem wir es bekämpfen oder vereinheitlichen, tun wir es eigentlich indirekt immer schüren, genau. Das Negative. Und ich möchte in diesem Buch die Menschen öffnen, dass sie erkennen, dass es unterschiedliche Energien gibt, dass es Energien gibt, die uns manipulieren, negativ, und dass es Energien gibt, die uns gut gesonnen sind. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen und einen guten Umgang damit finden. Mhm. Aber nicht, indem wir das Böse bekämpfen, sondern dass wir es mit Licht anstrahlen und es eigentlich wieder ins Licht mitnehmen, dass es Dunkle wieder erinnern kann, was es eigentlich ursprünglich ist. Und das ist Licht, wie für mich gibt es nur Licht. Okay, da, wenn man ihnen zulässt, dann merkt man, die Frau, die kann reden. Und das hat auch einen einfachen Grund. Sie leitet Seminar, sie führt eben die Beratungen auch durch bei sich in dieser Beratungspraxis. Jetzt zu ihrer Klientel, das weiss ich mittlerweile aus vielen Interviews mit ihnen. Da zählen die Manager dazu, genauso wie Hausfrauen, genauso wie Kinder. Das heisst, die ganze Bandbreite eigentlich. Vielleicht eine ungewöhnlichere Frage. Ist Ihnen mal etwas sehr spektakulär, sehr ungewöhnliches begegnet Ihrer Beratung, wo Sie sich bis heute noch an ihn erinnern, weil er vielleicht oder sie vielleicht ein spezieller Mensch, vielleicht einen speziellen Beruf hatte? Ja. Also, ich beschreibe es auch im Buch. Also, was mir ganz nahe gegangen ist, ist ein Kind, das mal zu mir kam, das auf der einen Seite überentwickelt war und auf der anderen Seite unterentwickelt. Also das ist, hat mich ganz traurig gemacht, als ich das gesehen habe. Es hat nicht laufen und es hat gerade einen Zugang gefunden zu mir. Und ich habe dann einfach die Energien ausbalanciert, indem ich die Energien einfach wie dort, wo es zu viel hatte, dort angeschoben hat, wo es zu wenig hatte und so. Und das Kind hat natürlich total mitgemacht, oder? Weil auch geistheilig wirkt nur, wenn der Mensch mitmacht, oder? Das ist immer eine Beziehung, das ist immer ein Flüssen, das ist nicht der eine, kann jemand anders einfach manipulieren, das ist immer eine Beziehung, die entsteht. Und auch die Eltern haben unwahrscheinlich mitgemacht, indem sie auch die Heide, die Übungen gemacht haben, die ich ihnen gesagt habe. Und das Kind hat wirklich innerhalb von 3 Monaten haben wir die Energie können ausbalancieren. Und das habe ich nie vergessen, wie das Kind wirklich irgendwann vor mir gestanden ist und beide Körperhälften einfach ausbalanciert sind und das gelacht hat und so dankbar war. Und das meldet sich heute noch bei mir. Und ich habe so einen starken Bezug zu dem Kind und dass es sich auch so geschenkt hat und dass es jetzt einfach gesund ist, das ist einfach ein gutes Geschenk. Ja. Also eben, es ist auch wichtig, dass man da miteinander auch zusammen schafft. Jetzt fast zum Schluss, möchte ich Sie um etwas bitten, was eigentlich vielleicht nicht ganz so einfach ist. Wir kennen uns noch nicht so gut. Ich habe Ihnen fast nichts über mich verraten. Ich weiß aber viel über Sie jetzt mittlerweile. Wenn ich jetzt zu Ihnen ins Beratungsgespräch komme, unter diesen Umständen, und Sie fragen mich beruflich, was könnte mich glücklich machen in Zukunft? Ich will nicht wissen, wo ich lande. Ich will wissen, was könnte mich glücklich machen? Wo geht der Weg durch? Was würden Sie mir empfehlen, aufgrund von dem, was Sie in mir sehen? Also die ersten Bilder, die auftauchen, also ich darf kurz dazu etwas sagen, wenn ich mich einstimme, dann kommen einfach Bilder. Und ich vertraue mittlerweile, dass die Bilder einfach eine Inspiration dürfen sein. Es ist nicht, es soll einfach eine Inspiration für sie sein. Und so die ersten Bilder, die kommen, ist, dass ich sie mit einer Kamera und einem kleinen Team sehe reisen. Also irgendwie eine Art wie so Reportage machen in anderen Ländern oder auch es kommt jetzt so ein Bild von also im Amazonas mit Indianern oder irgendwie wo sie Menschen begleitet in einem gewissen Bewusstseinsprozess, wo sie machen. Also irgendwie mit einem kleinen Team Kamera reisen und so Reportage machen, das ist so das Erste, was kommt. Okay, super. Und zum Schluss, das Letzte, was kommt, jetzt in unserem Interview zumindest, das wird die Frage sein nach morgen. Dort werden Sie nämlich Ihr Buch in Schaffhausen vorstellen, da wo Sie geboren und aufgewachsen sind, zumindest im Kanton Schaffhausen. Was genau kommt aufs Publikum zu? Was kann man jetzt, wenn man zu Ihnen geht, jetzt um ein bisschen was zu erfahren über das Buch, was kann man erwarten morgen?
Also ich freue mich natürlich sehr und vor allem, wie es in Schaffhausen ist, ist etwas Besonderes auch für mich. Und schön ist einfach, dass ich auch die Entstehungsgeschichte mit den Menschen teilen kann. Mhm. Also dass ich sie richtig mitnehmen kann auf die Reise von diesem Buch, wie das Buch entstanden ist, was die Botschaft ist von diesem Buch. Ich signiere natürlich das Buch. Signieren. Und ja, vor allem auch, wie das Buch geboren ist. Das ist für mich wie ein geistiges Kind. Ich habe ja einen Sohn und das ist für mich das zweite geistige Kind. Und einfach, wie das so auf die Welt kommt, das teile ich morgen mit den Menschen. Gut, dann wünschen wir ganz, ganz viel Erfolg und viel Glück, nicht nur morgen mit dieser Veranstaltung, sondern auch mit dem Buch, nämlich «Du bist nicht allein». Und wieso habe ich es in der Hand? Aus einem ganz einfachen Grund. Man kann nämlich 3 Stück davon gewinnen. Wir verlosen 3 Stück von «Du bist nicht allein» von der Nadine Reuter. Ganz einfach, wie kommt man da dran an? Gehen Sie auf unsere Facebook-Seite. Nadine Reuter ist da angeteasert worden. Einfach unten dran einen Kommentar dazu schreiben und unter allen Kommentaren verlosen wir dann 3 von diesen Büchern vom Giga Verlag. Die werden dann direkt zugeschickt. An dieser Stelle möchte ich mich schon mal bedanken bei Nadine Reuter für das spannende Gespräch. Das war mal auch eintauchen in eine andere Welt für mich. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zuhause, wünsche ich an dieser Stelle einen wundervollen Abend. Wenn Sie Hunger haben, bleiben Sie dran. Es geht kulinarisch weiter mit Gib Adam Saures. Viel Spass dabei und Adi miteinander.